liebe Kolleginnen und Kollegen, die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land ist absolut unbefriedigend. Seit 10 Jahren verliert unser Land an Wettbewerbsfähigkeit. Das zeigt sich jetzt auch bei den wirtschaftlichen Indikatoren. Wir müssen uns klar machen, dass wir einen spitzenmäßigen Lebensstandard haben. Wir haben spitzenmäßige soziale Absicherung in Deutschland. Wir haben spitzenmäßige ökologische Standards. Die haben aber eine Voraussetzung, auch die Bereitschaft und Fähigkeit wieder zur wirtschaftlichen Spitzenleistung. Aus diesem Grund ergreift die Bundesregierung Initiativen. Zwei davon will ich hervorheben. Die erste ist die BIN-Initiative. Wir brauchen mehr Kapital für Wachstum und Innovation. Und deshalb haben wir mit den Kapitalsammelstellen, Versicherungen, Versorgungswerken, Banken und Verbänden die BIN-Initiative auf den Weg gebracht. Worum geht's? Die Bundesregierung verpflichtet sich, gesetzgeberisch die Rahmenbedingungen für den privaten Kapitalmarkt in Deutschland zu liberalisieren und zu deregulieren. Und auf der anderen Seite geben die privaten Kapitalgeber ein Commitment ab, in den nächsten Jahren mehr in Deutschland beispielsweise an Risikokapital zur Verfügung zu stehen. Einerseits bessere Rahmenbedingungen, andererseits inzwischen Zusagen über 12 Milliarden Euro zusätzliches privates Kapital für Wachstumsunternehmen und Start-ups in Deutschland. So gefällt mir Wirtschaftsförderung durch bessere Rahmenbedingungen und ohne einen Euro Steuergeld Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Und zum Zweiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten an unserer Wachstumsinitiative. 120 Maßnahmen unter 49 Überschriften. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 haben wir ja Rekordinvestitionen vorgesehen. Das ist die Nachfrageseite. Entscheidend aber für das Vertrauen in den Standort sind ja die privaten Investitionen von Handwerk, Mittelstand und Industrie. Und deshalb fokussiert die Wachstumsinitiative der Bundesregierung auf die Angebotsbedingungen der Wirtschaft, also steuerliche Anreize für Investitionen, Forschungszulage, Mobilisierung des Arbeitsmarktes auch durch Reformen beim Bürgergeld, die seinen fördernden Charakter stärken, Abbau überflüssiger Bürokratie, beispielsweise durch eine Reform des Lieferkettengesetzes in Deutschland, Maßnahmen bei der Energiepolitik, um die Entwicklung der Energiepreise in unserem Land zu begrenzen. All diese Maßnahmen zielen auf die Angebotsseite unserer Wirtschaft, die zu lange vernachlässigt worden ist. Wir brauchen in unserem Land mehr Wachstum. Bei allen sozialen und ökologischen Vorhaben, die wir alle teilen, dürfen wir nämlich eines nicht vergessen. Alle soziale und ökologische Politik hat eine Voraussetzung, nämlich in einem stabilen wirtschaftlichen Fundament unseres Landes, dessen Vernachlässigung beenden wir.